Hallo, meine kleinen und großen Ninjago-Fans und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute haben wir das Lego Ninjago Magazin mit dem schönen Untertitel Dragon Rising und zwar die Nummerausgabe 113. Das Ganze kostet uns wieder 4,99 Euro. Wir haben diesmal zwei Extras dabei und zwar ein starker Schurke, der sieht so aus, und eine Goldkarte. Die sieht so aus, ist natürlich eine limitierte Karte und zwar die Nummer 6, der mutige Kai Limited Edition. Wenn ihr euch fragt, warum Zanes Auto hier steht, dieses Set habe ich euch mal präsentiert und warum habe ich es wieder ausgekramt. Und zwar geht es halt um unsere heutige Minifigur. Die ganze Minifigur sieht dann so aus. Und ich habe lange überlegt, ob diese Minifigur nicht sogar schon mal in einem Magazin gekommen ist oder woher kennst du diese Minifigur. Und zwar ist diese Minifigur eine Kombi aus diesen beiden, die in dem Set enthalten waren. Falls ihr das Video mit dem Set nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier. Und zwar haben sie Folgendes gemacht. Sie haben hier, ich zeige euch besser an den Minifiguren. Sie haben diese Minifigur genommen, haben davon Hose, Torso, das Schulterstück und hier die halbe Bratpfanne, die ihr auf dem Kopf habt, genommen und sind dann hingegangen und haben von diesem Kollegen das Gesicht genommen. Also so gesehen eine eigene Minifigur. Aber am Ende, ich glaube, ich werde die drei einfach mal kurz nebeneinander stellen, dann sehen wir auch besser, was ich genau gerade versuche zu erklären. Da würde ich sagen, ich räume hier erstmal ein bisschen auf. Auch weg. Weg. Ich entferne die Extras und wir schauen erstmal ins Magazin selbst hinein. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten erstmal mit der limitierten Karte. Wie gesagt, die Nummer LE6, mutiger Kai. Über die Werte kann ich euch nichts sagen. Falls ihr da mehr sehen oder wissen wollt, schaut gerne mal bei TCG Mr. Phil vorbei. Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Als nächstes, wie gesagt, wie heißt er? Kaiserlicher Kommandant wird er hier genannt. Die Minifigur, wie gewohnt, Papier-Polybag ab 6+. Für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Da. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Schauen wir uns auch später nochmal in groß an. Mit seinen zwei Kumpels natürlich. Jetzt sehen wir erstmal ein bisschen mehr von unserem Magazin. Ja, jetzt sehen wir halt zum einen, wie er heißt. Der kaiserliche Kommandant. Eine coole Rüstung plus super lange Lanze. Zudem zwei Poster, 12 Seiten Comics. Fangen Sie alle, also ein cooles Spiel, haben wir auch noch dazu. Das Ganze einmal aufgeschlagen und Premiere, keine City-Werbung, mal endlich Werbung für Ninjago-Sets in der Ninjago-Zeitschrift. Sehr schön. Rechte Hand dann unser Inhaltsverzeichnis und wieder lustige Sachen, wie zum Beispiel Ninja-Punkte suchen, so wie das Wolfshuhn, finde ich immer sehr lustig. Unser Extra, oh, direkt auf Seite 4, also eine weiter. Dann haben wir natürlich wieder Comic mit dabei, ist diesmal wieder zweigeteilt. Mit dem schönen Namen, schnell ruf einen Arzt, Part 1 und Part 2. Einmal ab Seite 10, einmal ab Seite 22. Und wir springen direkt rein zu unserem kaiserlichen Kommandanten mit Bauanleitung, Gott sei Dank, und natürlich ein paar Spiele drumherum und dem ersten Ninja-Punkt. Dann einmal weiter geht's erstmal mit jede Menge Missionen und etwas, was ich persönlich immer sehr cool finde, mächtig reingelegt, ein Original, Einfälschung. Und wie viele Fehler haben wir hier diesmal? Steht hier nicht dabei, finde ich auch immer lustig. Also erstmal jede Menge suchen und dann auf Seite 34 gucken, ob ihr alle Fehler gefunden habt. Dann geht es einmal weiter. Missionen, Kraftpakete gegen Tesh, Shinies, ja, Sora und Zane und Kai und Wildfire. Ich dachte dann die erste Mission. Und dann geht es hier erstmal weiter mit dem Comic, was ich hier komplett überspringen werde. Nochmal eine Mission, ein bisschen die grauen Zellen anzustrengen hier. Dann nochmal Werbung für das Ninjago-Abo. Und dann kommen wir nun zu unseren zwei Postern, auch hier wieder in Wirklichkeit nur ein Wendeposter. Maximale Ninja Power ist mal was anderes, aber auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall mal cool gemacht. All unsere Ninjas. Zweite Seite, Muhahaha. Die Schurken kommen mit unserer Wolfsgang und oben noch Lord Russ vor dem roten Mond stehen. Also sehr cool gemacht. Gefällt mir definitiv besser, wobei das hier hat auch was, also mal wirklich zwei coole Poster, muss man echt mal sagen, wie es ist. Comic.
Comic Ende. Dann Info, Rass, Rudel, halt die neuen aktuellen Bösewichte. Dann nochmal ein Spiel, 2 bis 4 Spieler. Was haben wir hier? Nochmal ein Spiel, beziehungsweise das ist das Spiel. Auf der anderen Seite waren die Regeln. Meister der Karten, brauche ich nicht drauf einzugehen. Mission sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier, mal bei unseren Ninjas so ein bisschen Torso und alles vertauscht. Hey, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Ist dann eine Mission, ihr müsst die halt wieder richtig machen. Und dann sind wir erstmal durch mit dem Magazin und jetzt werden wir sehen, was es bei der Nummer 114 gibt. Und es wird, ja sehr cool, dein extra Kai. Das Ganze soll am 19. April erscheinen. Und es gibt wieder eine limitierte Karte, zwar die Nummer 8, das wird dann der Jay sein. Warum sage ich ja cool? Weil ich habe es direkt auf den ersten Blick gesehen. Natürlich hatten wir schon mal ein Kai in unseren Magazinen gehabt. Aber hier, ein bisschen näher ran. Das ist auf jeden Fall mit seinem Schulterstück und ein riesiges Schwert, sieht auch genial aus. Und natürlich hat er hier auf jeden Fall meinen anderen Torso, Hose weiß ich noch nicht. Werden wir dann spätestens am 19. April sehen. Und dann kommen wir jetzt zu unserem kaiserlichen Kommandanten. Ich baue ihn zusammen, Anleitung ist ja drin. Schauen wir ihn uns mal in groß an. Eine sehr coole Minifigur. Die Hose ist vorne bedruckt, selbst an den Fußspitzen. Schön in Grau, Gold und Orange. Der Torso ist vorne wie hinten bedruckt. Auch wieder die drei Grundfarben. Gold, Orange sowie Grau. Zudem hat er noch 2 goldene Arme, schwarze Hände. Dann ein richtig cooles Schulterstück. Dann dieser Kopf in Gold, der ja von einer anderen Minifigur ausgeliehen wurde. Hier nur natürlich eine Gesichtsseite als Gesicht bedruckt, aber die Rückseite ist auch noch dementsprechend cool bedruckt. Schön in Gold, Orange. Dann seine Kopfbedeckung, wo man wirklich drüber diskutieren kann. Mir persönlich sagt sie jetzt nicht sehr zu. Und zudem noch wirklich, wie sie hier genannt wird, eine super lange Lanze. Eine wirklich richtig schicke Waffe, die sie hier kreiert haben. Und ich finde es auch cool, dass sie aus 2 anderen Minifiguren mal eine eigenständige Minifigur rausgebracht haben in den Magazinen, macht das Ganze etwas individueller und auch reizbarer, sich dieses Magazin zuzulegen, wenn man die anderen Minifiguren schon hat. Wie gesagt, eine sehr schöne Minifigur, meiner Meinung nach. Und dann fasse ich einmal kurz zusammen, was wir heute hier gesehen haben in unserem Lego Ninjago Dragons Rising Magazin Nummer 113. Wir bekommen 2 Extras und zwar einen starken Schurke, der kaiserliche Kommandant und zudem noch eine limitierte Karte und zwar die Nummer 6. Der mutige Kai der Serie 9. Im Magazin selbst wieder diesmal 2 richtig geniale Poster, die sie uns hier präsentieren. Zudem 12 Seiten Comic, wirklich lustig und anspruchsvoll wieder gestaltet und auch jede Menge Missionen, Spiele und andere lustige kleine Details, die wir hier im Magazin entdecken können. Rundum bin ich wieder absolut zufrieden mit unserer Nummer 113. Und nochmal, ich persönlich finde es richtig cool, dass sie mal hier eine eigenständige Minifigur kreiert haben. Kombiniert zwar aus 2 Minifiguren, die wir in den aktuellen Serien noch finden, dennoch schon sehr stark. Aber ihr wisst, alles was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von unserem Magazin Nummer 113 und besonders von dieser einzigartigen Minifigur? Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.